So, vom hohen Norden kommen wir jetzt direkt in die Mitte Deutschlands. Wir gehen jetzt nämlich ins wunderschöne Hessen, in den Landesverband Hessen. Ja, Hessen, das ist ein Bundesland mit über 6 Millionen EinwohnerInnen. Genau. Es gibt 35 Stämme und eine Geschäftsstelle, die sich in Kronsberg befindet. Genau, das Besondere an Hessen ist, vielleicht kennt ihr das, vielleicht wartet ihr da schon mal auf Fahrt, es gibt einen Landeszeltplatz, der ist in Homberg oben, genau, habe ich ja gesagt. Genau, und dazu noch ein Landeszentrum, das Fritz-Emmel-Haus, genau, das befindet sich im Taunus. Wenn ihr mal Bock habt auf eine coole Fahrt in einem coolen Gebiet im Taunus, kann man super wandern gehen, kommt nach Hessen. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast jetzt auch eingeladen, aus dem schönen Hessen, nämlich Atlas. Hallo Atlas. Hallo. Schön, dass du da bist. Also ich kann dich hören. Kann die Regie dich auch hören? Super. Die Regie kann dich auch hören. Ja, cool, dass du da bist auf jeden Fall. Immer gerne. Und zwar, du kommst ja aus Hessen, habe ich ja gerade schon gesagt. Magst du dich vielleicht erstmal am Anfang vorstellen, sagen quasi, wie so ein bisschen dein pfadfinderischer Lebensweg ist und genau, wie auch dein Engagement genau dort aussieht. Ja, also ich bin Atlas vom Stamm Deutschritter aus Gießen und ich bin tatsächlich da sowohl Stammesführung zusammen mit einer Co-Stammesführung, einer Doppelspitze und mache auch unsere Meute. Also landestechnisch bin ich tatsächlich noch nicht unterwegs, kommt vielleicht noch irgendwann. Also ich bin momentan ja auf dem Starau unterwegs. Und ja, halt immer auf den LVs schön dabei, meistens als Gast momentan. das ist halt Landesebene, sondern immer ganz schön, dann immer wieder die guten LVs im Fritz-Emmel-Haus tatsächlich meistens dann. Die sind ja natürlich nicht, aber die sind immer die besten LVs. Die finden immer im Haus auch statt direkt? Ja, tatsächlich, das ist dann auch unser großer Konferenzraum, wo wir dann auch gleichzeitig essen. Das ist immer super, wenn man dann die Tische rumschieben muss. Ja, magst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Landesverband erzählen? Wie könnte man denn so ein bisschen den Spirit beschreiben, den richtig hessischen, urigen LV-Spirit? Genau, und was ist denn eigentlich so in letzter Zeit bei euch passiert? Wie sieht es da so aus? Der LV Hessen ist engagiert und hyperorganisiert, wie wir schön festgestellt haben, reimt sich auch super. Und tatsächlich momentan ist eine Menge los, weil wir nicht nur unsere Bildungsreferentin wechselt jetzt nach eine Menge Jahre, also schon ordentlich fast 5 Jahre oder so, wird jetzt das Amt abgegeben. Ja, auch unsere Landesleitung hat sich momentan eine Menge Umbruch. Alle Plätze werden neu belegt, also da ist momentan eine ganze Menge Wandel. Und das heißt, man weiß auch immer noch nicht immer wer wo gerade ist. Aber es ist schon ganz interessant, jetzt die ganzen neuen Menschen dann auch kennenzulernen, wer dann jetzt die nächsten Jahre dann mit uns arbeitet. Und was mich noch super krass interessieren würde, was ist denn dein persönlicher Bezug zu deinem Landesverband? Also kannst du da irgendwie eine Geschichte erzählen oder genau? Tatsächlich landesverbandmäßig, mein Basiskurs war auch im Fritz-Emmel-Haus, deswegen ich da jetzt auch gerade direkt denke, der war super, super interessant, das ist halt wirklich immer noch meine größte Erinnerung von diesem, von unserem Landeshallen, also sozusagen auch, dass halt die ganzen Sachen zu machen, das ist halt eine super Community, wir sind immer da flott zusammen. Ich habe tatsächlich noch eine ganz tolle Erinnerung, wo ich tatsächlich mir das Knie verdreht habe im Capture the Flag im Dunkeln. Oh Gott. War aber tatsächlich immer noch eine meiner Lieblingserinnerungen. Und es ist halt auch einfach so, ja, das heimische Gefühl ist einfach, das, man kennt fast jeden, man hat jedes Gesicht schon einmal gesehen, obwohl wir halt tatsächlich nicht der kleinste Landesverband sind. Also wir haben schon eine Menge Leute da zum Teil. Aber man kennt die Leute, man hat zumindest den Namen schon mal gehört und man hat einfach das Gefühl, dass so eine riesige Familie da ist. Und halt vor allem auch, wenn man im gleichen Haus dann sich immer wieder trifft. Und dann, man fährt eben nach Hause gerade. Das ist halt dieses, ja, das heimische Gefühl, einfach zusammen da zu sein und im Dunkeln Capture the Flag zu spielen und sich dann auch so ähnlich zu tun. Ja, willkommen in Hesse, würde ich sagen. Gibt's denn, erstmal, ich freue mich auch super doll, dass du hier hergekommen bist zu Radio Rainbow. Und du weißt ja, wir sind ja der Anlaufpunkt im Prinzip für die beste pfadfinderische und queere Musik. Und gibt's vielleicht ein Lied, was du vielleicht mit Hessen verbindest oder auch so ein bisschen mit der hessischen Pfadfinderei? Genau, weil ich würde dir jetzt einfach mal eine Bühne geben. Keine Sorge, du musst nicht singen, wenn du möchtest. Nee, das wollte ich auch gar nicht hören. Aber vielleicht können wir dir einen Wunsch erfüllen, indem wir vielleicht ein Lied streamen. Gibt's da was? Also, wenn es jetzt schon um die Hessen geht und die auch direkt hier angekommen sind, also ich bin ja nicht allein, wir sind sehr gut vertreten hier, die Hessen.
Und dann muss man vielleicht, was habt ihr dann vielleicht schon ein bisschen Angst vielleicht von uns bekommen, wenn wir da alle angestürmt kommen? Da habt ihr vielleicht auch schon den einen oder anderen Spruch gesagt, oh nein, die Hessen kommen. Die Hesse komme. Die Hesse komme. Die Hesse komme. Ja, und da gibt es ja auch direkt ein passendes Lied dazu.